Lalalala. Willkommen zurück, Folge 2 Layers of Fear, dem DLC. In der letzten Folge haben wir ja eine kleine Traumreise erlebt, indem wir ja durch unsere Kindheit, möchte ich mal sagen, so ein bisschen geträumt sind. Und ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe auch in der letzten Folge schon gesagt, ich weiß nicht, wie lange das DLC generell geht. Ich lasse mich da echt überraschen. Und in den Keller möchte ich noch nicht. Ich möchte erst, oder? Ach, wisst ihr was? Ich bin ein Mann. So. Ich bin kein Mann. Ich bin kein Mann. Ich bin kein gegeben. Ich kann mich entsinnen, dass hier irgendwo ein Lichtschalter war. Aber ich glaube, so wie das hier aussieht, wird hier, glaube ich, so schon seit Jahren kein Licht mehr. Ich frage mich, wo ist er denn dann hin? Und wie alt sind wir? Alter, mach doch nicht so weit mit mir. Ich gehe nicht in den Keller, ich bin kein Mann. Alter, boah. Ich weiß, sie hat ganz bestimmt nicht gesehen, aber ich hab gedacht, was kommt denn jetzt da um die Ecke? Alter, mach doch nicht so weit mit mir. Und ich hab gedacht, jetzt kommt, weißt du, ein bisschen so diese Kinderszene wird kommen, das ist DLC vorbei. Ja, ja, scheiße, wa? Worauf wollte ich? Ich weiß gar nicht mehr. Ich wollte irgendwas wegen Licht sagen. Ich hab's, Alter, ich bin da. Vergessen. Ach genau, wo er ist. Und vor allem, wie alt sind wir jetzt? Und zu welchem Zeitpunkt spielt das? Wann sind wir jetzt hingekommen? Und wir möchten das Ganze ja auflösen und aufklären hier, so wie wir am Anfang gesagt hatten. Alter, es ist so still. Wenn ich eins hasse in Horrorspielen, dann ist das Stille. No, that's not how it went. Maybe... No, what is that? Yes, that's it. Ich frage mich, das sind doch wahrscheinlich Erinnerungen aus unserer Kindheit, oder? Ich denke mal, dass wir das gerade am Klavier waren. Boah, das ist schon cool gemacht. Wie komme ich denn jetzt da hinten hin? Da leuchtet so komisch. Komme ich irgendwie durch? Ich kann mich entsinnen, dass wir durch den Keller gehen konnten, also im Hauptspiel. Aber hier, ich kann ja auch nicht springen. Ich kann... Nee, das lasse ich lieber an. Ich kann ihn. Da liegt irgendwas auf dem Fass. Und da leuchtet es auch. Ich weiß gar nicht, gab es noch einen anderen Eingang zum Keller? Das ist jetzt auch schon ein bisschen her, wo ich Layers of Fear gespielt habe. Oh, was ist das denn? Oh. Das glaube ich Mutti im Rollstuhl und wir am Klavier. Oder war das er im Rollstuhl? Unser Vater? Wie kommt. Oh, da liegt eine Notiz. So, lieber Herr und Frau Kirkstein. Kirkstein, genau. Ich flehe euch erneut an, mir meine Tochter zurückzugeben. Gebt sie mir zurück. 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 Mit freundlichen Grüßen. Aha. Also waren das anscheinend gar nicht unsere leiblichen Eltern. Also waren wir adoptiert. Wenn ich das richtig zusammenschließe jetzt, oder? Oder irre ich mich da? Also laut dem Brief, ne, war das jetzt eine andere Frau? Herr und Frau Kirsten angeschrieben, Herr und Frau Kirkstein. Bitte geben Sie mir meine Tochter zurück. Klingt so, als wäre das unsere leibliche Mutter gewesen. Und die von denen verlangt hätten, die hier wohnten, dass wir zurückgegeben werden. Warum was da war, warum wir abgegeben worden sind, kann ich ja nicht sagen. Weiß ich nicht zu. Ich, ja. Puh. Das hat mir schon wahre Freude,
Ugh, what's wrong with this thing? Gibt's gar nicht. Das hat mir schon wahre Freude in die Unterhose beschert. Das mit dem Kerzenständer, muss ich sagen. Das war... Hier war, glaube ich, das Schlafzimmer, ne? Oder? Oder war das da? Ich weiß es nicht mehr. Boah, ich sehe, das alles so runtergekommen aus. Und das war, glaube ich, auch so das Ende bei Layers of Fear, dass man hier so rumgelaufen. Ratte. Lügen, 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 lügen. Kann ich mir auch noch dran entsinnen. That dog better not be where I think it is. Hey there, Princess. You want to sit on Daddy's lap? Come on. It's okay. Ich glaube. Es sind immer so komische Geräusche im Hintergrund danach. Oh, das Klavier ist übrigens auch weg. Weil ich weiß, hier war ein Klavier. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir die Vergangenheit so ein bisschen beeinflussen können. Was das bringt, weiß ich nicht. Weil wir hätten jetzt zum Beispiel den Hund auch nicht anstupsen können. Oder zumindest beim Klavier die Notenblätter nicht anklicken können. Ich bin mir nicht ganz sicher, was uns das im Endeffekt dann später bringt. Ah ja, da war ja Joschka Fischer immer noch, ne? Ich gehe mal hier lang erst. Ich schaue erstmal hier. Hier war das Zimmer mit den Bildern. Das war das Finalzimmer. Das war unser Zimmer. Ich kann mich entsinnen, dass hier mehr drin war im Hauptspiel. Also es, da war hier wesentlich mehr. Und warum ist hier... All right, young lady. Shall we continue? Right. Whatever happens, just keep looking at me and listen. Now, where was I? Ah, yes. The princess was all alone in the dark. And yet, she felt that the evil witch was lurking nearby. As her eyes adjusted to the darkness, she saw something moving. Keep your head straight! Gut. And yet, she did not dare to move, for she knew that that would be the end of her. Keep your head straight! Ja. Look at me! Ja, ist ja gut. Mach doch nix. And yet, she did not dare to move, for she knew that that would be the end of her. The princess heard a fearsome growl. The witch had unleashed her familiar, the hellhound. The monster slipped in the air. Its perky ears wearing even the slightest sound. The princess... Do you want this story to have a happy ending or not? Oh, god damn it! Not again! Fine! Because the princess wouldn't stop fidgeting, she was set upon by the evil witch's minion and dragged off into the darkness, never to be seen again. The end. My fault. It was always my fault. All I had to do was stay still, day after day, for hours on end, until he would finally get it right. I've lost count of how many attempts there were, but each one made me feel like I was his greatest failure. Ay-a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 y. Es war immer unser Fehler quasi. Und, er hat es nie wirklich geschafft, sie richtig zu zeichnen. Das sieht man hier. Oh, erstmal drüber latschen. Lalala. Doch, hier hat es geklappt anscheinend. Oh, hier haben wir noch eine Zeichnung. Mhm. Das haben wir auch gezeichnet als Kind? Vater ist total
zerstört am Boden, weil er es nicht schafft, Mutter zu malen. Und wir haben das mitgekriegt. Kann das sein? Okay. Eieieiei. Ja, als wäre es gestern gewesen, wo die Decke runterkam. Oder beziehungsweise nicht die Decke, sondern es war ja unendlich oben. Schau mal in die Schubladen, vielleicht ist ja irgendwas hier drin. Nein, anscheinend nicht. Was ist denn mit dem Mistding schon wieder los? Gibt's doch nicht. Es ist schon wieder so still geworden, weil schon wieder die Musik aufgehört hat. Okay, das Bild hat diesmal sogar schon Macken. Was vorher, glaube ich, auch nicht war. Ich kann mich entsinnen, als wäre es... was? Mami! Mami, möchte gern Klavier spielen. Hey! Das sieht so aus, als könnte man sich da drin verstecken. Ich weiß nicht wovor. Alter, ist das fies. Jetzt spielen wir hier quasi so die kurze, also so wie wir klein waren. Die Tochter, wie wir klein waren. Und es ist faszinierend, was für ein Ausmaß das nimmt hier, dieses... Hier ist es ja immer so wichtig mit Entscheidungen von den Türen. Welche Tür man geht, welche Tür man nicht geht und so. Und tralala. Na, mach offen. Okay, der Raum sieht relativ gleich aus. Ich guck nochmal die Tür einmal. Ah, die Tür ist zu, okay. Ich entscheide mich für... Das wird da wahrscheinlich sein. Das wird wahrscheinlich unser Vater sein. Ah, guck mal an. Ach, wir können uns jetzt entscheiden. Gehen wir zur Mutter oder gehen wir zum Vater? Rechts wäre der Vater, links wäre die Mutter. Weil das scheint der Vater zu sein. So sahen wir also aus. Ist ja interessant. Einerseits haben wir ja alles immer falsch gemacht, laut dem Vater. Und tralala, und er hat gesoffen und... Mutter, ich weiß nicht, wie Mutter war so früh. Ich bin Mama-Kind. Ich bin Mama-Kind. Es tut mir leid, ich bin Mama-Kind. Es ist... So. Ich bin Mutter-Kind. So. Schön. Das ist fies. Das wissen die genau. Ach komm. Oder muss ich hier irgendwas machen mit den Büchern? Vielleicht war die Bücher irgendwie der Hinweis? Anscheinend nicht. Was ist das denn? Achso, das nur... Oh Gott, da schon wieder ein Schatten. Hey there. Oh, come on, don't be afraid. It won't bite. Here, try for yourself. Was probier ich selbst? Was denn? Was soll ich denn probieren? Ein Notenblatt? No, no, that's not quite right. Oh Gott, 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 oh Gott. Huh, still not quite there. Warte mal, ich probiere mal was. Sind die alle einzeln, die Tasten, oder ist das... hallo? Darf ich es nochmal probieren?
hoch, Mitte, runter, Mitte oder so vielleicht. Ich probiert jetzt aber gut. Hier, boah, das sieht mit dem Schatten, sieht das echt übel aus. So, wo geht's jetzt lang? Mami, 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 ich hab Durchfall. Kann ich da, okay. Was haben wir hier? Da ist eine Pfeife drin und ein Buch. Ich schau nochmal in den anderen Schublade, in dem Schrank, ob da irgendwas drin war. Nee, okay, ein paar Dominosteine, ein paar Weinflaschen. Hm. Da ist abgeschlossen. Komme ich jetzt wieder zurück, oder wie ist das, oder? Oh, Mist, nicht, dass wir jetzt... Okay. Mami? Ich will nach Hause. Ach, hier hätte ich auch... Warte mal, ich probiere es nochmal. Also. Did I not make myself clear? Ich glaube, wir müssen es richtig spielen, aber ich habe keine Ahnung, wie. Ganz ehrlich. You know what? I have an idea. Go get your crayons. Hol dein... Was? Hol dein Malset? Hat sie jetzt Malset gesagt? Ist das jetzt hier drin? Tatsache. Jetzt werden wir bestimmt die Noten umschreiben, dass wir sie... Sind das die PlayStation-Tasten? Ja, aber ganz ehrlich, wie soll ich das denn spielen? Ach so. Okay, probieren wir mal. Also. Na? Okay, bin ich schnell. Ich bin halt nicht der Schnellste. Kreis war da. Dann Dreieck ist hier. Stern ist hier. Dreieck, Kreis, Dreieck, Kreis und X. X ist hinten. Hm, that's actually not bad. Look at you, young lady. It looks like talent runs in the family. Das war die Melodie, die wir damals im Keller gehört haben. Wie wir am Piano standen. Mama, Mama, fliegende Stühle. Kann ich das mitnehmen jetzt, oder? Nee, okay, ich dachte, ich... Okay. Kommen wir jetzt hier raus? Okay. Ich sehe nichts, ich sehe nur Nebel. Und zwei... Ich meine, hey, ein Hund. Ich habe mich nicht erschrocken. Nein, habe ich nicht. Alter, scheiß Knöle. Mach doch nicht so was mit mir, ich bin doch noch jung. Was war das? Warum das Bild jetzt so gezappelt? Was würde passieren, wenn wir jetzt zurückgehen? Ich würde das... Ich will es mal ausprobieren. Huch. Okay. Kommt er uns jetzt nochmal? Also der... Kommt er nochmal? Nein. Aber ich höre irgendwas rascheln. Okay. Es wird definitiv...
es wird definitiv Zeit für eine Pause. Ich muss ein bisschen mein Herz schonen. Und dann würde ich sagen, in der weiteren Folge, in Folge 3, geht es dann spannend weiter mit Leia Sophia, dem DLC. Und dann schaltet ihr wieder ein. Also bis dann. Ciao.